Der Magen und die Verdauung ist für viele ein unangenehmes Thema. Ca. 80% unseres Immunsystems werden über Bakterien im Magen- und Darmtrakt geregelt. Daher ist es sehr wichtig, dass wir unseren Verdauungstrakt und die darin enthaltenen Bakterien pflegen, denn diese sollen diese Arbeit in unserem Organismus erledigen können. Unsere Ernährung spielt dabei eine große Rolle, doch heute soll es um bestimmte Bakterien gehen, den Bacillus subtilis und um Moringa. Unser heutiger Gast ist die Mikrobiologin Prof. Dr. Tatjana Gresneva aus Moskau. Sie ist Leiterin der Abteilung für Mikrobiologie der Moskauer Staatlichen Akademie für Tiermedizin und Biotechnologie. Außerdem Ehrenmitglied der Nationalen Gesellschaft für medizinisch-biologischen Schutz. Sie wird uns diese zwei Begriffe im Näheren erläutern und erklärt, wie es unsere Gesundheit nutzen kann. Guten Tag, Frau Prof. Dr. Tatjana Gresneva. Guten Tag. Insbesondere möchten wir heute über das natürlich vorkommende Bakterium Bacillus subtilis sprechen. Wie sind Sie darauf gestoßen? Bacillus subtilis, wir fanden ihn im humusreichen Boden. Wir hatten ein paar tausend subtile Stämme zu selektieren. Im Verlaufe von 8 Jahren isolierten und wählten wir aus dieser großen Anzahl von Stämmen dieses Bakteriums den produktivsten, den biologisch aktivsten Stamm aus, der anschließend in 3 Sammlungen hinterlegt wurde. Alle einzigartigen biologischen Eigenschaften dieses Stammes wurden bestätigt, darunter auch in der deutschen Sammlung DSMT. Wo er unter der Nummer 21097 eingetragen ist. Als Mikrobiologin legen Sie sehr viel Wert auf Gesundheit, vor allem auf die Prävention von Krankheiten. Sie wissen, wie der menschliche bzw. tierische Organismus funktioniert und was er braucht, um gesund zu sein und zu bleiben. Dass wir durch Ernährung unseren Körper gesund und fit halten, wissen viele. Für eine gute Verdauung benötigen wir ein gesundes Milieu und Magen-Darm-Trakt. Dafür sind unterschiedlichste Bakterien verantwortlich. Warum sind diese so wichtig für unseren Körper und was regeln diese Bakterien? Bacillus subtilis является почвенной Bacillus subtilis ist ein Bodenbakterium, das nicht ständig im menschlichen Körper lebt. Einmal im Verdauungstrakt oder auf der Haut angesiedelt, kann er sich auf den Körperoberflächen des Menschen oder im Verdauungstrakt bis zu 2 Wochen halten. Während dieser Zeit produziert der Bacillus subtilis, ich meine den von uns ausgewählten Bacillus subtilis, mehr als 70 Arten von Enzymen, mehr als 30 Arten von Antibiotika, Vitaminen, antimikrobiellen Substanzen, die Bakteriozine, essentielle Aminosäuren, stickstoffhaltige Substanzen und eine Menge verschiedener Mikro- und Makroelemente, die von fast allen Zellen des Körpers absorbiert werden. Много-много различных микро- и макроэлементов, которые усваиваются практически всеми клетками организма. Diese Stoffe tragen zur Verdauung der Nahrung und ihrer schnellen Absorption bei, erleichtern die Aufnahme von Nährstoffen und halten praktisch jede Zelle des Körpers, jeder seiner Systeme und jedes Organ gesund. И оздоравливает практически каждую клетку организма, каждую систему и каждый орган. Was bewirkt speziell das Bakterium Bacillus subtilis DSM21097? Und was ist die Besonderheit gegenüber anderen probiotischen Stämmen? Anders als probiotische Bakterien wie Lactobacillen, Bifidobakterien, Enterokokken, Fäkalstreptokokken, die ständig im menschlichen Verdauungstrakt gefunden werden, zeigt Bacillus subtilis nicht nur eine vorbeugende, sondern auch heilende Wirkung. Angesichts der Tatsache, dass die Lactobacilli beispielsweise nur Milchsäure erzeugen, können sie die ökologische Nische im Darm besetzen und fördern damit die Ausleitung von darmpathogenen Mikroorganismen. Bifidobakterien schützen den Dickdarm. Der Bacillus subtilis, und zwar der Stamm, den wir isoliert und mit ihm 8 Jahre gearbeitet haben, produziert solche biologisch aktiven Substanzen. Diese töten einerseits pathogene Bakterien. Dank eines selektiven Wirkmechanismus wird andererseits das Wachstum und die Vermehrung einer nützlichen Mikroflora im menschlichen Organismus gefördert. Способствует росту и размножению полезной микрофлоры, собственной микрофлоры организма человека. Die körperliche und seelische Gesundheit stehen in Symbiose zueinander. Das schlägt mir auf den Magen, ist ein bekannter Spruch. Warum verursacht uns zum Beispiel Stress Magenschmerzen bzw. Darmprobleme wie zum Beispiel Reizdarm? Wird auch unsere Psyche durch Bakterien beeinflusst?
Bacillus subtilis Bacillus subtilis, Produzent verschiedener biologisch aktiver Substanzen, Vitaminen und sogar auch von Hormonen, wobei diese Vitamine, B-Vitamine, B1, B6, B12, Vitamin D, verschiedene Proteinkomplexe, welche die Mykotoxine, Toxine pathogener Bakterien, Radionuklide absorbieren und den Körper revitalisieren. В результате того, что у человека уходят проблемы со здоровьем, и в первую очередь, конечно, это в пищеварительном тракте. Gesundheitliche Probleme des Menschen sind in erster Linie Probleme des Verdauungstraktes. Diese gehen zurück, das Wohlbefinden und die Lebensqualität des Menschen verbessert sich. Er fühlt eine Leichtigkeit in allen Organen und Geweben, ist gut gelaunt und hat wieder Freude am Leben. Bei Stresssituationen verbessert sich der Zustand des Organismus. Stress wird abgebaut, geschädigte Zellen werden wieder regeneriert, der Mensch wird wieder gesund, dank nur einer Bakterie. Die Homöostase, das heißt, die Konstanz des inneren Milieus des menschlichen Organismus normalisiert sich wieder. Der Mensch ist gesund, fröhlich und glücklich. То есть внутреннее постоянство организма человека приходит в норму. Человек здоров, весел и счастлив. Als gesundheitsfördernd gelten Probiotika, die den Darm in Balance bringen und beugen so Durchfällen und Verstopfungen vor. Sie sollen Darmkrankheiten wie Morbus Crohn und Colitis ulcerosa usw. so positiv beeinflussen. Auch das Immunsystem soll verbessert werden und somit Allergien und Darmkrebs vorbeugen. Kann die hohe Effizienz des Bacillus subtilis die Zellen im Körper wieder in Einklang bringen? Erzählen Sie uns von Ihren Forschungen. Die Forschung zur Prävention und Heilung von Enterotoxämien, hervorgerufen durch pathogene Clostridien, wie zum Beispiel die Enterocolitis, verursacht durch pathogene E. coli-Bakterien, die die roten Blutkörperchen zerstören, die Salmonellose, das sind verschiedene Erkrankungen, die auf schlechter Verdauung und Verträglichkeit von Lebensmitteln beruhen, sowie die Anfälligkeit gegenüber Allergien, Autoimmunprozessen und eine verringerte Immunität des Organismus. Selbst bei sehr schweren Fällen, bei infektiösen Läsionen des Verdauungstraktes, wird der Bacillus subtilis mit diesen Krankheiten fertig, indem er eine antibiotika-ähnliche Substanz produziert. Kann es andere Bakterien stören oder unterstützen, wenn man mit der Einnahme von Bacillus subtilis beginnt? Der Bacillus subtilis verfügt unter anderem über eine selektive Wirkung. Er ist der stärkste Gegner von pathogenen Mikroorganismen, das heißt einer schlechten Mikroflora, und der stärkste Synergist einer guten Mikroflora, das heißt nützlichen Mikroflora. Dies ist unsererseits überzeugend bewiesen worden. Es gibt mit einem Elektronenmikroskop aufgenommene Fotos, wo die Ergebnisse eindeutig verfolgt werden können. Bacillus subtilis tötet pathogene Bakterien ab und fördert die Vermehrung eigener, für den Menschen nützlicher Bakterien. Die wichtigsten Bakterien für den Menschen sind die, die er bei der Geburt im Geburtskanal der Mutter mitbekommt. Dies ist die wichtigste Mikroflora, die wir von Kindheit an schützen müssen. Bacillus subtilis produziert Enzyme. Welchen Einfluss haben diese und wie wirken sie auf unseren Körper? Учитывая тот факт, что Bacillus subtilis продуцирует огромный спектр ферментов, я как уже In Anbetracht der Tatsache, dass der Bacillus subtilis ein riesiges Spektrum an Enzymen produziert, mehr als 70 Arten, wie ich bereits erwähnte, das sind Enzyme, eine große Gruppe von proteolytischen Enzymen, aminolytischen Enzymen, wir nennen sie Enzymkomplex subtilasi, ein neues Wort, das wir jetzt eingeführt haben. Ein Komplex, der über ähnliche Eigenschaften der Streptokinase verfügt, des Enzyms, das die Bildung von Blutgerinnseln verhindert und außerdem die Resorption von Blutgerinnseln fördert. Предотвращает образование тромбов и в дальнейшем способствует рассасыванию тромбов. Nehmen Sie eine so gefährliche Krankheit für den Menschen, wie es die Gefäßthrombose ist, an der gemäß Statistiken heute etwa 50% der Bevölkerung in den entwickelten Ländern leiden. Hier hilft der Bacillus subtilis, Blutgerinnsel zu verhindern.
Je früher sie anfangen, Sotilis zu nehmen, desto früher fangen sie an, sich gegen eine Thrombusbildung zu wappnen. Das ist die eine Seite. Aber auf der anderen Seite, wenn sie bereits ein Thromboseproblem haben, brauchen sie keine teuren Medikamente gegen Thrombose bzw. Thrombophilitis. Es reicht zum Beispiel, jeden Tag eine Dosis Bacillus subtilis zu nehmen und, wenn es Probleme mit Blutgefäßen gibt, wird das Endothel der Blutgefäße gereinigt, Blutgerinnsel gelöst und der Rest nach der Thrombusauflösung hauptsächlich mit dem Urin ausgeleitet. Also für den Menschen absolut schmerzlos. После растворения тромбов выводится в основном с мочой, абсолютно безболезненно для человека. Все наши сотрудники нашей лаборатории принимают... Alle Mitarbeiter unseres Labors nehmen Subtilis, Präparate auf der Basis von Subtilis, und wir klagen alle nicht über irgendeine Thrombose. Und alle Mitarbeiter bei uns sehen blendend aus. Vor kurzem war ich übrigens im kardiovaskulären Zentrum Chasso, wo an speziellen Geräten die Elastizität meiner Blutgefäße untersucht wurde, auch im Hinblick auf Thrombose. Und der Arzt sagte mir, dass meine Gefäßelastizität der eines 18 Jahre alten Mädchens entspricht. Я нахожусь на уровне 18-летней девушки. Это как раз подтверждает тот факт, что... Dies bestätigt nur die Tatsache, dass Subtilis sehr aktiv im Hinblick auf die Prävention von Thrombosen, Thrombophlebitis und bezüglich der Therapie, therapeutischen Behandlung des Menschen mit dieser Erkrankung wirkt. Außer der Gefäßthrombose hat Subtilis eine allgemeine Wirkung auf das kardiovaskuläre System, weil er die Gefäße des Körpers von Schlacke reinigt und die Atmung des vaskulären Endothels verbessert, zu einer verbesserten Durchlässigkeit des vaskulären Endothels beiträgt, wie beispielsweise für die weißen Blutzellen, wodurch sich der Austausch zwischen Hämoglobin und der Luft verbessert, mit dem in der Lunge der Sauerstoffaustausch stattfindet und sich der Stoffwechsel in praktisch allen Systemen des Organismus verbessert. Обмен между гемоглобином и воздухом, который в легких происходит, воздухообмен, кислородный обмен. В общей сложности улучшается обмен веществ практически всех систем организма. Kann somit eine positive Wirkung auf das metabolische System angenommen werden? Und wie wirkt sich die Einnahme der Bakterien auf den Urogenitaltrakt aus? Кстати, вот на животных было четко доказано, что у животных производителей, например, у быков-производителей при... Bei Zuchtstieren landwirtschaftlicher Betriebe wurde nachgewiesen, dass durch die Gabe von Bacillus subtilis die Spermienmenge und Qualität sich erhöhte. Die Deckungsbereitschaft der Kühe wurde verbessert und infektiösen Geschlechtskrankheiten vorgebeugt. An Menschen wurden Versuche von Wissenschaftlern des Forschungsinstituts für militärisch-technische Probleme des Verteidigungsministeriums durchgeführt, das sich in der Stadt Jekaterinburg befindet. Und es wurde eindeutig von den Ärzten bewiesen, dass Subtilis zur Prävention und Behandlung von Frauen mit verschiedenen gynäkologischen Erkrankungen positiv beiträgt, wie Entzündungen der Scheide, Vaginitis, Entzündungen der Gebärmutterschleimhaut, Endometritis, Metritis, verschiedene Schleimhautläsionen der Gebärmutter, bedingt durch Endometriose und anderen Krankheiten, einschließlich der durch infektiöse Erreger verursachten. Was Männer in diesem Zusammenhang angeht, so saniert Bacillus subtilis den männlichen Genitaltrakt. Es erhöht die Spermienzahl, hemmt die Steinbildung und fördert die Ausleitung von Grieß. Somit werden die Schleimhäute, gesunde Schleimhäute, das heißt der Harn- und Geschlechtsorgane als Ganzes unterstützt und positiv beeinflusst. Die Wirkung des Bacillus subtilis für Frauen und Männer im reproduktionsfähigen Alter trägt dazu bei, dass beispielsweise Probleme eines lang andauernden Kinderwunsches, wenn die Befruchtung erschwert ist, behoben werden kann. Infektionskrankheiten wie Chlamydien, Hafniose und andere durch Mikroorganismen hervorgerufene Krankheiten, die im Urogenitaltrakt verweilen, können diesen Krankheitszustand verursachen. Гафниоз и другие болезни, вызванные микроорганизмами, которые способны обитать в мочеполовых путях и вызывать какие-то патологии.
Außerdem gibt es jetzt weltweit ein akutes Problem mit Candidiasis. Candida befallen in der Regel die Schleimhäute der Mundhöhle und des Urogenitalbereiches. Dieser Befall ist nicht nur von Hyperämie und Entzündungsreaktionen begleitet, sondern auch von Ulzerationen. Nun, da ist auch der SOA für Frauen ein großes Problem. Bei uns in Russland wird er mit Mundschwämmchen bezeichnet. Bei kleinen Kindern ist Stomatitis ein ernstes Problem. Kurz gesagt, es ist die als Candidiasis bezeichnete Krankheit. So ist der Bacillus subtilis heute vielleicht einer der wenigen Bakterien, der Candida abtöten kann. Wenn ein Mensch an Candidiasis erkrankte und der Candida äußerst resistent gegenüber Antibiotika ist, dauerte eine Behandlung ohne wirksame Mittel manchmal jahrelang. Заболел кандидозом, лечение, как правило, растягивается не на один месяц, а даже иногда на годы. Tritt nach einer gewissen Zeit der Einnahme von Bacillus subtilis ein Gewöhnungseffekt ein? Ну, говорить о привыкании к какому-то Bacillus subtilis нельзя, потому что... Nun, zu irgendeiner Gewöhnung an den Bacillus subtilis kommt es nie, weil wer soll sich an wen gewöhnen? Der Mensch an Subtilis oder Subtilis an den Menschen? Subtilis kann sich nicht an einen Menschen gewöhnen, weil dieses Bakterium, das in der Umgebung lebt, im Organismus des Menschen nach einmaligem Eindringen oder einmaligem Gebrauch insgesamt nur 2 Wochen lebt. Aber unser Körper gewöhnt sich an Subtilis in folgender Weise. Er kann einfach nicht ohne ihn leben, weil Subtilis Gesundheit schenkt. Dies ist die eine Seite. Auf der anderen Seite, indem er die pathogene Mikroflora im Darm abtötet, fördert der Bacillus subtilis, wie ich bereits ausführte, das Wachstum und die Vermehrung der nützlichen Mikroflora. Folge ist, dass die nützliche Mikroflora in einen aktiven Zustand versetzt wird. Und schon beginnen Lactobacillen, Bifidobakterien, den Körper gemeinsam mit Bacillus subtilis zu schützen, bilden eine bakterielle Symbiose, die zum Wohle des menschlichen Organismus wirkt. Dabei verstärkt der Bacillus subtilis die Produktion von Interferon, eines antiviralen Proteins, durch die Lymphozyten und schützt den Körper vor Virusinfektionen. Ein neues Produkt vom Moringa Garden aus Teneriffa enthält neben Bio-Moringa nur den Stamm Bacillus subtilis DSM21097. Was genau ist Moringa und worin unterscheiden sich diese Moringa-Sorten? Moringa, das ist eine einzigartige Pflanze, die die höchste Konzentration an Antioxidantien enthält, Substanzen, die im Körper die Bildung von Karzinogenen verhindern, Substanzen, die Karzinogene neutralisieren und damit onkologischen Erkrankungen vorbeugen. Moringa enthält einzigartige Substanzen, die zur Verbesserung der Versorgung von Zellen und Zellatmung beitragen. Dieses Gewächs enthält ein Zellgewebe, das unser Körper braucht und das nützlich für die Verdauung ist. Nehmen Sie die Inhaltsstoffe, eine einzigartige Anzahl von Mikro- und Makroelementen, die es dem Menschen ermöglichen, den pflanzlichen Rohstoff Moringa für sich nutzbar zu machen und einen Mangel an Stoffen, welche es auch sein, zu beheben, der zum Beispiel bei irgendeiner Erkrankung auftreten kann. Moringa, das weit verbreitet in warmen Ländern wächst, wie Südamerika, Indien, Sri Lanka, unterscheidet sich etwas in seiner Zusammensetzung von dem Moringa, den man auf der Insel Teneriffa anbaut. Der auf der Insel Teneriffa angebaute Moringa wächst auf einem sehr guten, sauberen Boden, frei von verschiedenen Krankheitserregern heran. Das als erstes und zweitens ist dieser Boden reich an nützlicher Mikroflora und ein Ort mit viel Sonne. Das heißt, der Moringa erhält viel Sonnenenergie. Das Wurzelsystem ist besser entwickelt, nimmt besser Feuchtigkeit auf, die Pflanze ist kräftiger, reicher an verschiedenen Nährstoffen und, was nicht unwichtig ist, in Richtung der Insel Teneriffa, dies ist aus der sogenannten Windrose ersichtlich, weht der Wind aus der Sahara, aus der Wüste Sahara. Крепкая, более богата различными полезными веществами. И что немаловажно,
в сторону острова Тенерифа, Роза ветров, так называемая, дуют ветра из Сахары, из пустыни Сахары. Так вот, эти ветра... So tragen diese Winde Sand, tragen zusammen mit Sand auch unterschiedliche Mikro- und Makroelemente. Und was am wichtigsten ist, den Sand, ein kleines Teilchen, ein kleines Körnchen, in dem eine große Menge an Sonnenenergie angesammelt wurde. Und die Tatsache, dass genau dieser Sand auf dem Boden in Teneriffa fällt, trägt die reiche Sonnenenergie dazu bei, dass die Moringa-Pflanze der Insel Teneriffa eine der nährstoffreichsten ist. Nun, man darf nie die Tatsache außer Acht lassen, dass dieses Gewächs, nachdem es von hochqualifizierten Spezialisten gepflegt wurde, mit Hightech verarbeitet wurde und wir ein außerordentlich hochwertiges Produkt, ein qualitativ hochwertiges Pflanzenprodukt erhalten. За ним ухаживают высококлассные специалисты. Это растение обрабатывается по высоким технологиям, и мы получаем чрезвычайно качественный продукт, качественный растительный продукт. Neben Phenolen, Salvestrolen und weiteren Vitalstoffen enthält Moringa Zeatin. Dies ist ein Pflanzenhormon mit hormonähnlichen Wirkungen. Durch das Zeatin wird das Zellwachstum und die Zellteilung optimiert. Was bewirkt dies in Kombination mit Bacillus subtilis? Moringa содержит, да, действительно очень важные элементы, в том числе и гормоны. Moringa enthält tatsächlich sehr wichtige Elemente, darunter auch Hormone und Antioxidantien in hoher Konzentration. Diese Stoffe helfen, den Körper zu entschlacken, von kanzerogenen Stoffen zu reinigen, beugen malignen Erkrankungen und Stoffwechselstörungen vor. Stoffe, die in Moringa enthalten sind, tragen dazu bei, dass menschliche Zellen, praktisch jedes Organ, jede Zelle elastischer werden. Die Zytoplasmamembran wird elastischer. Die Zelle lässt ungehindert Nährstoffe durch und befreit sich von schädlichen Stoffwechselprodukten. Die Zelle atmet und ist dank Moringa gut ernährt und sie lebt länger. Plasmatische Membran elastischer. Клетка пропускает себя без всяких задержек полезные вещества и освобождается от продуктов метаболизма. Клетка дышит, клетка хорошо питается благодаря муринге, а следовательно, клетка дольше живет. Wir können sagen, dass Moringa nicht nur verschiedenen Pathologien vorbeugt, im Prinzip sind das nicht ansteckende Krankheiten. Moringa trägt zur Regenerierung des Organismus und zur Verlängerung des Lebens bei. Wenn wir Moringa mit Bacillus subtilis verbinden, erhalten wir einen Komplex, der es ermöglicht, den Organismus nicht nur von aller Schlacke zu reinigen, sondern nicht übertragbaren Krankheiten und onkologischen Erkrankungen vorzubeugen. Wir befreien den Organismus von pathogener Mikroflora, was sehr wichtig ist, zum Beispiel bei einer Pankreainsuffizienz. Например, поражение поджелудочной железы. Но, что очень важно, мы освобождаем организм от патогенной микрофлоры. Warum ist Moringa der ideale Nährboden für Bacillus subtilis? Und weshalb ist die Kombination von beiden so erfolgreich? Найти на рынке медицинских препаратов вот такой препарат. Auf dem Markt für medizinische Präparate ist es heute fast nicht möglich, ein solches Präparat wie Moringa Plus zu finden, weil es keine Präparate gibt, die über eine Wirkung gegen Krebserkrankungen, kardiovaskuläre Erkrankungen, Thrombose, gegen Krankheiten des Urogenitalsystems, gegen Infektionskrankheiten verfügen und gleichzeitig antiparasitäre Aktivität entfalten, die dem Organismus in keiner Weise schadet, sondern dem Organismus nur Gutes bringt. Kommt es hierbei auf die Qualität von Moringa an? При этом большое значение имеет, конечно, качество. Dabei hat natürlich die Qualität von Moringa große Bedeutung, weil Moringa, wie ich schon sagte, in verschiedenen Ländern wächst. Aber man begann sie auf der Insel Teneriffa anzubauen. Und diese Moringa-Art, die auf der Insel Teneriffa wächst, verfügt über ein viel größeres Potenzial an Eigenschaften, ist wirksamer und reicher an den für den Menschen notwendigen Substanzen. Востребованными свойствами, потребительскими свойствами, более высокие потребительские свойства, более эффективно, более... Und alle biologischen Eigenschaften des Bacillus subtilis, die für den Organismus nützlich sind, sind stabil, da in drei Sammlungen hinterlegt. Weil das Rohmaterial für Moringa und der Rohstoff für Subtilis in hoher Qualität reproduzierbar sind, erhalten wir als Ergebnis das Präparat Moringa Plus. Und ich habe keine Angst vor dem Wort, in höchster Qualität. В результате мы получаем препарат Moringa Plus
я уже не побоюсь этого слова, высочайшего качества. Durch den regelmäßigen Verzehr von Moringa hat der Körper die Möglichkeit, in ein ausgeglichenes Säure-Basen-Verhältnis zu gelangen. Trägt Bacillus subtilis in Kombination mit Moringa zu einem basischeren Milieu im Gastrointestinaltrakt bei? Вообще в организме человека должна быть щелочная резервная щелочность крови. Im Allgemeinen sollte das Milieu im menschlichen Körper der Alkalireserve im Blut entsprechen, das heißt kein saures Milieu. Ein leicht alkalisches Milieu wird oft zerstört als Folge von Abweichungen des Wassersalzstoffwechsels, als Folge irgendwelcher Infektionskrankheiten und vieler nicht übertragbarer Krankheiten und systemischen Erkrankungen. Die Kombination von Moringa und Bacillus subtilis hilft, das Säure-Basen-Gleichgewicht wiederherzustellen, trägt zur Senkung der Azidität im Verdauungstrakt bei, verringert den Säuregehalt des Blutes und hilft, die Homöostase des Organismus wiederherzustellen, das heißt die innere Konstanz des Milieus. Bacillus subtilis fördert die Darmgesundheit. Ermöglicht es somit dem Körper, die wertvollen Inhaltsstoffe von Moringa noch optimaler zu nutzen? Die Kombination von Moringa und Bacillus subtilis hilft bei der Absorption von wertvollen Komponenten im Organismus auf fast allen Ebenen des menschlichen Körpers, wobei alle nützlichen Komponenten, die in den Verdauungstrakt gelangen, absorbiert werden. Dabei fördert auch der Bacillus subtilis eine bessere Assimilation von Moringa, weil die produzierten aminolytischen, proteolytischen Enzyme eine bessere Verdauung und eine bessere Absorption fördern, was auch nicht unwesentlich ist. Moringa wird in Indien und Afrika Mother's Best Friend, also Mutters bester Freund, genannt. Es versorgt Frauen während der Schwangerschaft und der Stillzeit mit allen notwendigen Nährstoffen. Was passiert, wenn Frauen täglich und schon während der Schwangerschaft Moringa mit Bacillus subtilis einnehmen? Kann sich ein positiver Effekt auf die Immunfunktion von Kindern durch die Einnahme von Bacillus subtilis durch die Muttermilch erhöhen? Kann kleinen Kindern auch schon Moringa mit Bacillus subtilis verabreicht werden? Und ab welchem Alter? Влияние на иммунную систему матери и ребенка через молоко матери питательных. Der Einfluss auf das Immunsystem der Mutter und des Kindes über die Muttermilch, der Nährstoffe, die in den Körper mit Moringa und Bacillus subtilis dringen, ist offensichtlich, weil alle Nährstoffe und alle antimikrobiellen Substanzen, alle Antioxidantien, Mikro- und Makroelemente in den Organismus der Mutter eindringen und ihre Immunität stärken, ihren Organismus stärken, die Milchproduktion fördern, den Milchfluss erhöhen und über die Milch in den Körper des Kindes übergehen, wobei sie zur Stärkung des kindlichen Organismus beitragen. Was besonders wichtig für die Gesundheit des Säuglings ist, das ist die Stärkung des Verdauungstraktes, die beste Funktion des Verdauungstraktes. Denn wenn beim Kind der Darm gut funktioniert, verarbeitet er die Muttermilch gut, er wächst schnell und sein Organismus wird immer kräftiger und widerstandsfähiger. Детям, маленьким детям Moringa с субтилисом, то есть препарат Moringa. Babys und Kleinkindern kann man nicht nur Moringa mit Subtilis, das heißt das Präparat Moringa Plus, verabreichen, sondern eine Gabe ist auch notwendig ab dem Moment, wenn sie bereits begonnen haben, feste Nahrung zu sich zu nehmen. Im vierten, im fünften Monat, wenn bereits begonnen wurde zuzufüttern, im vierten, fünften, sechsten Monat kann man das Präparat ruhig geben. Но мы, например, на Wir haben jetzt zum Beispiel Moringa Plus bei Tieren, bei neugeborenen Tieren eingesetzt. Und es zeigte sich, dass Milchkälber, wie selbstverständlich auch Ferkel, perfekt das Produkt absorbieren. Und wir haben bei ihnen nie irgendwelche Störungen des Verdauungstraktes festgestellt. Es wurden nie irgendwelche Störungen des Verdauungstraktes festgestellt. Moringa Plus, Moringa mit Bacillus subtilis DSM 21097, ist als Komplex unbedingt von schwangeren Frauen einzunehmen. Ab dem Zeitpunkt der festgestellten Schwangerschaft und während der langen Zeit der Fütterphase des Kindes. Dieses einzigartige Präparat Moringa Plus wird meiner Meinung nach in Zukunft eine enorm große Verbreitung erfahren. Und niemand wird, wie ich hoffe, sich seine Existenz ohne dieses Präparat vorstellen können. Gesundheit, das ist hohe Lebensqualität für uns. Wie sagte doch ein Gelehrter, je früher du beginnst, gesunde Lebensmittel zu essen, desto länger wirst du leben.
Das heißt, so viele Jahre sie gesunde Lebensmittel zu sich nehmen, so viele Jahre werden sie länger leben. Ich möchte Ihnen allen gute Gesundheit, Jugendlichkeit und lange, lange glückliche Jahre in guter Lebensqualität wünschen. Ich rate Ihnen, das Präparat Moringa Plus zu nehmen, da es ein einzigartiges Produkt ist. Es ist ein Präparat, das Ihnen gutes Wohlbefinden, gute Gesundheit für viele Jahre geben wird. Und ich möchte Ihnen alles, alles Gute wünschen. Vielen Dank. Dankeschön. И я хочу вам пожелать всего-всего самого хорошего. Wie wir nun erfahren haben, können wir selbst viel mehr für unsere Gesundheit tun als angenommen. Das neue Produkt Moringa Plus von Moringa Garden in Teneriffa vereint Bio-Moringa und Bacillus subtilis DSM 21097. Dies ist derzeit das Einfachste für jedes Alter, um den Körper back to balance zu führen. Vielen Dank für Ihre Zeit, Frau Professor Dr. Gräsniewer, besonders für diese wertvollen, aufschlussreichen Erkenntnisse. Спасибо, danke schön.